Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, zu einer kleinen Nachrüstung, zu einer kleinen Nachbesserung. Wenn ihr dieses Video seht, werden entweder schon Monate vergangen sein, zu dem Datum, wo ich es aufgenommen habe. Es ist der 22. Mai 2011. Ich plane dieses Video erst 2012 freizugeben, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe gestern oder vorgestern, also gestern, also von gestern auf heute, habe ich, glaube ich, bis um 4:30 in der Früh Videos geschnitten und gerendert. Und zwar nicht nur irgendwelche Videos, sondern meine Modern Warfare 2 Clips. Und das sind ganze 150 Stück geworden. Und ich habe mir jetzt ausgerechnet, wie lange das reicht. 150 Stück, das müssten so an die 37 Wochen sein. Und ich denke, dass 37 Wochen wir dann, also so, wenn es stimmt, meine Berechnung, dann ist die letzte Folge, das heißt die 150. Folge, die quasi letzte Woche oder letztens lief, mit diesem Video hier versehen. Das war dann sozusagen nochmal der Abschluss, weil mehr Clips habe ich jetzt nicht mehr. Und das ist dann nochmal so ein Zusammenschnitt von einem kompletten Spiel. Okay, aber jetzt. Und die anderen Clips, die sind meistens ganz normale. Schauen wir mal kurz zu dem hin, was da so los war. Na nee, ich bin schon hinter ihm, schau ihn schon voll in den Rücken, um abzudrücken, und der killt mich noch. Wer war gerade so? Dark Puma, Dark Throne, lol. Und da wird's wieder irgendwie. Zwinge. Wieso bist du jetzt rausgegangen? Das ist doch kein Austausch hier. Warte kurz. Eben solche Clips. Und ja, ich habe eigentlich die ganzen gestern geschnitten, also am 21. Und ich habe geplant, dieses Video heute zu machen und dann später mal als Videoantwort hinzuhängen, wenn ich eben alle Clips durch habe. Und das kann, wie so gesagt, noch ein paar Monate dauern. Ja, da werden wir jetzt eine Zensierung sehen, vermutlich, denn das darf ich nicht zeigen, denke ich mal, will ich auch gar nicht. Ja. Okay, das war's. Nur so als kleine Randinformation, damit ihr mal wisst, wie lange das schon her ist, als ich alles geschnitten habe. Also ich habe wirklich alles schon an einem Tag geschnitten und nicht immer nur so da ein bisschen und da ein bisschen, sondern wirklich alles auf einmal. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann.